Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, beim letzten Mal haben wir ja, beziehungsweise habe ich ja davor schon mal so ein bisschen an den Einstellungen rumgeschraubt, in der Hoffnung, dass das vielleicht helfen kann, weil es da wohl große Probleme gab, so wie man mir gesagt hat, mit den Einstellungen, wenn die Schatten auf Ultra eingestellt waren und so weiter. Und ja, das habe ich dann ein bisschen behoben. Jetzt sehe ich, dass hier schon wieder alles resettet worden ist. Das finde ich nicht so schön. Das heißt, ich kann jetzt hier noch mal alles nachgucken. Das war laufen, genau. Kann hier jetzt noch mal alles nachgucken, ob wir davon was nehmen konnten. Ach, jetzt habe ich schon wieder die falsche Taste gedrückt. So, das ist soweit alles voll. Das haben wir auch noch. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Die haben wir nicht benutzt. Gut, die können wir sowieso nicht benutzen. Das Upgrade hatten wir, glaube ich, vorher gemacht. Ah, aber hier haben wir noch was. Okay. Das Blöde ist ja wirklich, man bekommt da nicht die gleichen Sachen wieder. Man bekommt random andere Sachen, ist mir schon Hilf mir mal aufgefallen. damit. Hier. Oh, Ellie, Entschuldigung. Entschuldigung, Los. Ellie. Ich kann es nicht ziehen. Er möchte gerade nicht. Hallo, Joel. Zieh das Ding doch mal nach hinten. Was ist so schwer daran? Genau, dreh das einfach mal so, wie ich es haben will. Also das mit dem Drehen von diesen Objekten, die man so schieben kann, das ist manchmal richtig, richtig Mist. Jetzt macht er wieder nicht das, was ich hier eigentlich angebe. Du sollst nur nach oben links gehen. Was ist so schwer dran, Joel? Komm. Ja. Du hast es fast geschafft. Ich weiß auch nicht, warum der immer wieder die Perspektive ändert. Ja, und jetzt nein. Ach, Joel, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was du eigentlich von mir willst. Mach es doch einfach. Dann mach es von mir aus länglich ran. Ist mir auch egal. So, in diesem Raum hatten wir uns nämlich verabschiedet. Das heißt, hier müssen wir auch noch mal alles komplett durchgucken. Das können wir noch einsammeln. Da wollten wir noch nicht durch. Ja, und die Werkbank, die hatten wir noch mal benutzt. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was wir da gemacht Was haben hatten. wir denn? Ja, es tut mir leid, dass wir jetzt alles wiederholen müssen, aber sobald man auf Laden klickt, beziehungsweise auf Fortsetzen, ist halt wieder alles im Eimer. Ich weiß nicht, was der Quatsch soll. So, oh Gott, ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts Falsches. Nachladetempo. Mehr Schaden, das wäre natürlich ganz gut. Achso, da brauche ich auch Stufe 4 für. Okay. Also hier war nichts, außer dass man nicht schneller nachladen kann. Ich glaube sogar, dass ich das genommen hatte. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ach, den Bogen könnten wir auch noch verbessern. Okay. Oder hatte ich hier das Nachladen verbessert? Hier war. Ich hatte irgendwas mit 75 oder sowas genommen und irgendwas Kleineres, das weiß ich noch. Hier können wir. Gut, den Rückstoß der Waffe, den finde ich jetzt nicht so schlimm. Schneller feuern, ja, wäre ganz gut, aber. Ach so, nee, ich hatte diese. Ah, ich weiß es wieder. Ich hatte dieses Holster gemacht, ne? Für 75. Genau. Das hatte ich gemacht. Schauen wir nochmal bei der Arbeit zu. So, dann hatte ich noch irgendwas gemacht mit schneller Nachladen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nur in. Alles gut, Ellie? Also hier hatte ich es nicht gemacht. Da mehr Kugeln wäre natürlich gut, sind aber auch wieder nur zwei. Ich kann aber theoretisch beides machen, oder? Das sind 30. Da konnte ich, glaube ich, nichts mehr machen, oder? Schneller nachladen kann ich eh nicht machen. Schneller abfeuern ist Blödsinn. So. Jagdgewehr, das wäre ganz gut, weil wir das ja als erstes immer gebrauchen, weil wir die anderen für die Nachladetempo, genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier noch einmal Nachladetempo. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich das ist, was wir gemacht haben, bevor wir gespeichert hatten. Aber ich hoffe es wirklich. So, dafür brauchen wir jetzt Stufe 3.
Für das andere brauchen wir noch 30. Genau, dann hat man nämlich 26 übrig. Ist jetzt die Frage, ob wir da lieber Nachladetempo. Ich meine, die taumeln dann so ein bisschen zurück normalerweise, ne? Ich glaube, dann nehme ich erstmal die Kapazität und beim nächsten Mal die das Nachladetempo. Einfach deswegen, weil zwei Kugeln mehr können unter Umständen das Leben retten. So. Ja, die ersten 5 Minuten erstmal damit vergeudet, das Gleiche zu machen, was wir schon gemacht haben in der letzten Folge, bevor wir gespeichert hatten. Dann geht's jetzt los. Achso, Moment, ich muss mal eben gucken. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ah ja, doch. Okay, die kann dann nochmal nachladen. Die dürfte nachgeladen sein. Ja, das sieht gut aus. Die dürfte auch mit 6 Schuss auch nachgeladen sein. Ja, ja, dann lassen wir das mal so. Okay. Scheiße, runter, runter. Shit. Was machen wir? Gar nichts. Nein! Nein! Da ist ziemlich viel los, weißt du? Was soll's? Du hast kein Essen und ein paar Schuhe. Wir haben nichts. Gehen wir. Ich weiß, aber oh Mann. Gehen wir zur Brücke. Okay. Ja, aber wir gucken vorher nochmal, ob wir hier irgendwas mitnehmen können. Ist denn hier irgendjemand? Aber die sind weggefahren, ne? Eigentlich dürfte hier niemand sein. Oh, was jetzt? Ne, ich habe aber die normale Waffe. Ich wollte eigentlich wieder aufstehen. So, ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay. Hier können wir nichts mitnehmen. Kapazität hatten wir erhöht, aber hier haben wir noch alles voll. Hier vorne schauen wir auch nochmal kurz. Nein. Okay. Ich versuche jetzt so ein bisschen zu hören, ob da jetzt irgendwelche Gegner kommen. Ich hoffe natürlich nicht. Aber ich meine, gut, so ist das Spiel, ne? Dass halt eben Gegner kommen. Hier ist nichts. Okay, das war, glaube ich, Ellie, die ich gerade gehört habe. Okay. Geh doch mal aus dem Weg, Ellie. Steh doch nicht im... Wenigstens haben sie die beiden getötet. Scheiße, Joe. Ich dachte, sie hätten es aus der Schacht geschafft. Jetzt müssen wir doch die zwei auf den scheiß Pickup bringen. Oh ja, der ist... Schott muss eine ganze Armee sein. Wie haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Ellie, bleib in Deckung, aber dich sieht er sowieso nicht. Joel hängt ja so ganz cool. Joel, du läufst in die falsche Richtung. Geh da rein! Wer zum Teufel? Ja, nimm ihn bloß nicht! Ey, visier ihn bloß nicht an! Wie dumm ist der? Wenn man das hört, wenigstens haben sie Angst. Du musst trotzdem wachsam bleiben. Ich meinte nur, es ist gut, dass du bei mir bist. Aha, so das kann man es auch nennen. Kompliment. Okay. Ja. Genau, ich würde sagen, wir nehmen das jetzt erstmal. Ich bin am Überlegen gewesen, ob wir es überhaupt benutzen sollen oder nicht. Okay, das scheint aber keiner gewesen zu sein. Ja, Joel natürlich wieder überhaupt nicht das am Machen, was ich eigentlich wollte. Denn er sollte eigentlich nach ihm greifen, das hat er nicht gemacht. Kann natürlich sein, dass er das jetzt deswegen nicht gemacht hat, weil er ihn schon entdeckt hatte.
Sind das nur die zwei? Danach sollte er eigentlich schlagen. Das wollte er dann aber auch irgendwie nicht so wirklich. Was ist das denn? Oh ne, ich dachte gerade schon. Das wollte er dann aber auch nicht so wirklich. Und naja, eigentlich sollte er ihn ja reinziehen. Von da, wo ich gekommen bin. Aber da hat er wohl keine Lust drauf gehabt. Ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen inkognito unterwegs, weil ich halt nicht weiß, okay, sie ist jetzt so schön am Gehen. Aber man weiß es ja nicht. Bei den Fireflies. Sind das die Fireflies? Ich weiß es jetzt gar nicht. Da gibt es jetzt so viele verschiedene Leute. Fireflies, Plünderer, alles hin und her. So, okay, hier ist keiner. Aber gut, wenn Ellie jetzt da rumläuft, sollte ich normalerweise auch keine Deckung suchen müssen, oder? Halt, stopp. Geh mal ein Stück zurück. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Ein Großteil ihrer Streitmacht zog sich zur Liberty Avenue zurück. Um Mitternacht schlagen wir zu, trommelt alle Kampffähigen zusammen und bewaffnet sie. Wer noch stehen kann, kann auch kämpfen. Jeder, der sich weigert, mit uns zu kämpfen, wird vertrieben. Jeder, der die Armee unterstützt, kann ein Exempel statuieren. Heute Abend werden wir dieser Tyrannei ein Ende setzen und ein neues, eigenes Leben beginnen. Ja. Grundsätzlich ist da ja nichts gegen einzuwenden, wenn man sein eigenes Leben leben will. Aber die Art halt, ich denke mal, das hat jetzt ein Firefly geschrieben, wie die Fireflies das gemacht haben, ist halt, ne? Andererseits, Rebellion ist wichtig und nicht immer richtig durchgeführt. Also richtig im Sinne von, ja, richtig menschenwürdig oder wie auch immer. Kommen wir da oben noch rum? Ne, wir müssen runter, ne? Habe ich mir schon fast gedacht. Geh mir doch mal aus dem Weg, Ellie. Du musst doch nicht immer genau da rumlaufen, wo ich gerade stehe, oder? Ist hier irgendwas? Sieht mir so nach so einer Falle aus irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es ist ein LKW. Bei LKWs befindet sich doch normalerweise... Wow. Echt jetzt? Sind da Wachhunde? Zombiehunde? Hallo? Joel? Schaffst du es nicht, durch den Busch zu gehen? Oder was ist los mit dir? Okay. Das war jetzt irgendwie ein bisschen seltsam mit den Hunden. Da sehe ich jetzt so aber auch nichts, dass wir vielleicht noch aufhängen könnten. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht irgendwie hier links. Ach, hier sind wir. Oder ist das ein anderer Panzer? Wir hätten doch auf dem Hinweg auch einen Panzer gesehen, oder? Was ist denn hiermit? Wolfsdämmerung Teil 2. Sieht komplett anders aus. Aber könnte entweder so eine Mischung zwischen Teen Wolf oder hier, wie heißt das andere nochmal? Ach, mit der Bella. Wie hieß die Bella? Doch, Bella hieß die. Mein Gott, ich habe alle Filme hier und habe keine Ahnung, wie sie heißen. Twilight, genau. Mischung aus Teen Wolf und Twilight könnte es sein. Das ist alles so... Meine ich doch. Das kommt mir vor wie eine Falle. Ich hab's doch gewusst. Zwei Leute da oben auf jeden Fall. Ellie, könntest du mir vielleicht mal aus dem Weg rausgehen? Da kann ich aber auch nicht. Jetzt höre ich da nur noch einen. Frage ist jetzt, kommt der hier zu uns? Ellie, ich sehe noch nicht mal die Reflexion, weil du wieder mitten im Weg rumstehen musst. Mein Gott. Kann das Kind sich nicht normal bewegen? Joe, in unserem Viertel ist einer da oben. Ja,
Den nichts. Ich sehe ihn. Ach da. Ja. Deckung. Also, aber der scheint da oben drin zu bleiben. Und rechts ist auch einer. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir da rechts, ganz rechts hätten vorbeigehen sollen. Jetzt habe ich auch noch was im Auge. Jetzt kann ich gerade nicht richtig sehen. Das ist doch jetzt nicht normal. Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt hin müssen. Ich denke mal nach links. Okay, das nehmen wir noch mit. Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch, nehme ich mal an. Können wir davon noch eins anfertigen, genau. Weil, dann könnten wir das nämlich, achso, das auch mitnehmen. Okay. Die scheinen da oben zu bleiben. Das ist eine Sprengfalle. Kann ich die nicht irgendwie entschärfen? Ich kann, glaube ich, nur drunter herkrabbeln, ne? Also ich meine, ich kann ihn entschärfen, aber das wäre... Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Unten habe ich jetzt zwei gesehen und da auch einen. Links ist aber anscheinend keiner. Hey, wusstet ihr, dass sie den Typen und das Mädchen haben? Wen gibt's noch? Nur den Typen und das Kind, hä? Ja, die und die, die im Truck waren. Das ist ein Schlamassel. Oh, da hinten steht auch noch einer. Das ist nicht gut. Hey, wie lange sollen wir hier denn noch dumm rumstehen? Keine Ahnung. Los, wir gehen mal zu den Jungs weiter unten. Genau, geht mal zu den Jungs weiter unten. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll, aber... Der darf gerne zu mir hinters Auto kommen. Eieiei, okay. 1, 2, 3, 4 habe ich jetzt alleine hier oben gezählt. Jetzt läuft er gerade da hinten rum. Ich hoffe nicht, dass der Panzer sich jetzt irgendwie noch bewegt, sonst habe ich nämlich ein Problem. Die sind jetzt beide dahinter, ne? Drei sogar. Oh, einer kommt in die Richtung. Ziehen mit. Oh, ganz ehrlich, Joel, das hättest du aber besser machen können. Oh, Ellie, geh mir aus dem Weg. Ellie, ich mach gleich einen Kopfschuss. Nein, er ist weg. Verteilen! Das war jetzt mal sowas von scheiße, ganz ehrlich. Du wirst hier nicht rauskommen. Hässliches Arschloch. Okay, los! Gib mir Deckung. Das war jetzt mal wirklich scheiße. Dafür wirst du bezahlen. Was stehst du denn schon hier? Jetzt werde ich doch mal, Joel. Mann. Der ist nicht tot, oder? Jetzt habe ich mich erschrocken. Du bist tot, Arschloch! Hey, Mann! Wir können das doch regeln, okay? Nein, können wir nicht! Ihr habt schließlich auf uns geschossen. Das war jetzt so richtig scheiße, was ich hier gemacht habe. Aber okay. Oh Mann. Ertragen und überleben. Geh mir doch mal aus dem Weg, was? Ellie. Ganz ehrlich. Ach ja, und diese Comic-Geschichte. Ich weiß ja nicht, ob hier noch irgendwas ist. Oder ob die da hinten runtergekommen sind oder so. Keine Ahnung. Oh Gott.
kann ich nicht aufladen. Die kann ich aufladen. Toll, wieso habe ich jetzt für die überhaupt gar keine Munition? Das ist doch scheiße, ehrlich. Die habe ich jetzt nicht benutzt. Die habe ich aber benutzt. Die hat aber jetzt aufgeladen. Ne, die hat 6 Schuss, zeigt er mir nur an. Hä, das ist die gar nicht. Die ist aber wieder richtig drin. So, was jetzt richtig mies ist natürlich, ich muss jetzt die Waffe nehmen und die hasse ich. Bin ich ganz ehrlich, die Waffe hasse ich. Da, ach so, das Ding ist jetzt kaputt. Oh. Okay, so. Wo müssen wir denn hin? Darum anscheinend nicht. Sie steht jetzt da hinten, das heißt, da hinten sind jetzt aber keine mehr, oder? Ich bin mir nicht sicher, das müssten ja eigentlich die sein. Weil sonst würde ich mich da gerne auch nochmal umgucken. Oh, nein, 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 nein. Tauschen wollte ich nicht. Da hinten können wir nicht rein. Hier können wir aber rein. Aber hier drin ist nicht wirklich was. Federal Disaster Response Agency Reaktionszentrum. Ja, ein Desaster ist das Ganze hier. Aber so richtig reagiert haben sie wohl nicht, wa? Hier können wir nichts nehmen. Doch, da ist noch was. Sehr schön. Na, wirf mal einfach alles um, Joel. Nein! Ich will doch nur Patronen für meine blöde Pistole. Mann. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen, oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzern fahren. Oh, sehr schön. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren, inklusive seines Kalibers 50 Schusses. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Das hört sich irgendwie nicht so wirklich gut an. Jetzt sag mir bitte nicht, dass tatsächlich noch irgendwas auf uns schießt von den Dingern hier. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Was ist das hier für einer? Beziehungsweise sind 3. Kein Anhänger oder sowas dabei? Was haben wir, Ellie? Warte auf mich, du willst irgendwas sagen? Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Genau, Ellie. Denk nicht darüber nach, wie scheiße die Welt eigentlich ist. Riot was all we... Nee. Hey, Risk Riot? Ich weiß es nicht. Was denn? Ja, da ist eine Leiter, Ellie. Das ist schön. Ich möchte mir aber gerne nochmal die Leute angucken. Kann ja vielleicht sein, dass doch noch einer einen Firefly-Anhänger dabei hat oder sowas. Ich hoffe, hier kommt jetzt nichts, weil das ist nämlich im Prinzip vorne, wo wir sonst beschossen würden. Da noch was? Nee. Ellie, bleib du mal zurück. Ich mach das schon. Hier ist auch nichts. Ich weiß halt nie, wie weit das geht mit dem Lauschen, ne? Ah, da ist noch was zu lesen. Was aber nicht lesen möchte? Doch jetzt. 10. Oktober. Ich sah gerade, wie ein Mob Captain Mastros und den Rest des Trupps mit Benzin übergoss und bei lebendigem Leib verbrannte. Die Tiere feierten das sogar. Ein alter Sack hat sich beschwert, das sei Benzinverschwendung. Es waren einfach zu viele. Ich konnte nur fliehen. Aber ich erinnere mich an alle Gesichter. Ich könnte jeden einzelnen jagen und zur Strecke bringen. Eieiei. Tja,
Also, muss mal ganz krass so sagen, ja, Benzinverschwendung war es wirklich. Aber es ist schon heftig, was da so alles passiert, ne? Oder passiert ist. Ellie, bist du jetzt da? Nee, Ellie ist so unten geblieben, gut. Gleich kommt das Spiel wieder an. Ellie zeigt dir, wo es lang geht. Geh dahin, geh dahin. Geh zur Treppe, geh zur Leiter. Ah, da kann man nichts öffnen. Okay. Ah, halt. Ah, nee, das kann ich nur tauschen. Ja, was haben wir denn da noch Schönes? Nicht viel, aber zumindest was, was wir noch... Da geht's nochmal runter. Was wir noch einsammeln können. Das klang irgendwie gerade so danach, als ob ich... Nein! Die war es nicht. Okay. Nee, war wahrscheinlich wieder Schrotmunition oder sowas. Oh, wie ich das hasse. Ich krieg nie das, was ich brauche. Da geht's nicht hoch, sondern nur runter. Dann können wir erst nochmal kurz hier vorne gucken. Da ging es ja nochmal hoch. Es kann natürlich jetzt sein, dass das da irgendwie versperrt war. Natürlich war es versperrt. Ich hätte vorher gucken sollen. Okay. Na gut, dann laufen wir wieder zurück. Und dann gehen wir da runter. Und dann haben wir, glaube ich, auch alle Gebäude hier abgesucht. So. Da kommen wir nicht rum. Hier liegt auch nichts. Ja. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich irgendwann mal so einen Firefly-Anhänger nochmal finde. Aber naja. Anscheinend nicht. Oh, oh, nee. Das ist nur wieder... Okay, von da sind wir gekommen. Entschuldigung, ich habe das Gefühl, je länger die Reise dauert, umso schlechter kannst du wirklich rennen, ne? Das ist echt schlimm. Ich habe immer noch Panik, dass... aber das war anscheinend nicht der hier. dass ich irgendwie rumlaufe und plötzlich triggert hier so ein Panzer. Hä? Da lag doch gerade was. Ah! Schnell alles an uns nehmen. Das ist ja geil. Ja, cool. War da nicht gerade noch... War doch gerade noch irgendwas mit Y, oder nicht? Hallo? Hm. Sinnestäuschung? Ich weiß es nicht. Wir gucken bei dem anderen auch nochmal kurz nach. Vielleicht haben wir da auch ein paar Schrauben vergessen. Das ist nur ein Backstein. Aber ich denke mal eher nicht. Ja, ich weiß es doch. Ich wusste, das kommt jetzt. Aber ich dachte echt, das kommt jetzt früher. Okay. Gut. Aber die Schräubchen, die sind unheimlich wichtig. Und die müssen wir natürlich mitnehmen. So, Ellie, dann helf uns mal. Hier, komm her, Ellie. Okay. Na bitte. Genau, Ellie, geh du mal nach oben. Guck mal, ob da irgendwelche Zombies sind oder so. Wenn ja, du hast ja jetzt eine Waffe, ne? Sieht schon... Ich liebe ja Lost Places, aber wenn ich mir vorstelle, dass es mal so aussehen könnte, das ist schon... Ja, ein komisches Gefühl. Wir sind fast da. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir eigentlich hin wollten, ehrlich gesagt. Weil, ja, dass sich immer alles so in die Länge zieht von den Plätzen her. Noch sehe ich keinen. Trigger ich was, wenn ich auf den Boden springe? Wenn ja, dann möchte ich bitte hier runterspringen. Okay. Ellie, ganz tough. Erstmal auf die andere Seite. Okay, ich höre erstmal noch nichts. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Militärvorbereitungsschule, Fedra. Diese Räumlichkeiten wurden hiermit für die Nutzung von Fedra gemäß dem Sicherheitsgesetz Abschnitt 9.18.4 gesichert. Halt, Ellie, mit dir will ich auch noch reden. Militärvorbereitungsschule. Ja, ein anderes Wort für Waisenhaus.
was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten? Oder sie sind tot? Oder sind geflohen. Aber du glaubst das nicht. Ich glaube, wir müssen aus der Stadt raus. Los. Na los, Joel hat gesprochen. Was sind das jetzt? Schmetterlinge oder was? Riesenviecher? Elli, boah, ernsthaft. Geh mir doch ein einziges Mal aus dem Weg, wenn ich hier irgendwo rumlaufen möchte. Ein einziges Mal, bitte. So. Mir gefällt das nicht. Bin ich ganz ehrlich, mir gefällt das nicht. Ich denke mal, hier in der Ecke wird noch nichts passieren, aber vielleicht hinten, wenn wir in die andere Ecke gehen. Da ist noch eins. Ja, ich habe es schon gesehen. Mich interessieren aber mehr die Autos, die vielleicht noch was haben könnten. Die Poster sind überall. Wolfsdämmerung Teil 2, schon wieder? Ich habe den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Oh, Joel. Also ich weiß es ja nicht, aber ich vermute mal ganz stark, dass seine Tochter ihn da wohl reingeschleppt hat, so wie sie es jetzt gerade gesagt hat. Und dass er sich wirklich ja nicht daran erinnern will, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber dass die Erinnerung halt zu schmerzhaft ist für ihn. Ich meine, klar, wenn man in solchen Zuständen sein Kind verliert, das ist wirklich das Schlimmste, was generell passieren kann. Gehen wir durch die Gasse. Oh, der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. 6, 9, 7. Ach, da kommen die her. 10, 20, 25, Mann. Schwachsinn. Ich schwöre. 2 Leute. Die jetzt da rumkommen, oder was? Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Oder stehen da nur welche drin? Es tut mir leid, ich jetzt gerade wieder so am Gucken bin, aber der kann da nicht rausgehen, oder? Da hinten ist der. Da läuft einer rum. Bin mir nicht sicher, ob wir da durch müssen überhaupt. Oder hinten laufen auch nochmal welche rum. Okay. Tu mir nicht weh. Was gut ist, was gut war, er stand mit dem Kopf, mit dem Rücken zu uns. Bin mir jetzt nicht sicher, wen wir als erstes erledigen sollten, drin oder draußen. Ich weiß auch nicht, wenn die mit dem Panzer natürlich gekommen sind. Ich hoffe jetzt nicht, dass der auf mich schießt. Das wäre jetzt natürlich noch. Drehst du dich nochmal um, Junge? Oder bleibst du jetzt da stehen? So, okay. Der steht immer noch da. Oh, das sind 2 Leute. Okay.
Da ist keiner mehr. Es sind aber zwei Leute, die direkt da drin sind und dann noch in der Nähe vom Truck, vom Panzer. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich die jetzt hier erledige. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oh, fuck, Joel, lauf, lauf. Die Frage ist jetzt... Schießen die da auf uns? Warum hockst du denn da so blöd als Zielscheibe, Ellie? Also... Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ich kann mich mal kurz heilen. Ich glaube, da kommen nämlich keine anderen jetzt. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. So, die laden wir nochmal schnell nach. Lalalalala. Wir gehen einfach mal nach draußen wieder. Das ist nicht gut, würde ich sagen. Nicht gut. Ich hoffe, der bleibt da stehen. Dann kann ich gemütlich dahin gehen. Ich weiß noch nicht, wohin. Moment, der steht jetzt da. Also denke ich mir mal, dass ich da nicht hingehen muss. Ich hoffe. Oh, da liegt ein Toter drauf. Okay. Ich hoffe, dass jetzt hier links nichts ist. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Und dass hier nichts ist, was wir einsammeln müssen. Können wir da hinten durch die Tür oder so? Bin mir nicht sicher. Oh, jetzt nicht bis nach hier fahren. Nicht bis nach hier fahren. Kommen wir da rein? Kommen wir da rein, Joel? Lauf, lauf. Der eine lebt aber noch. Komm ein bisschen zu mir. Geht nicht mehr. Okay. Da ist auch sonst keiner mehr, ne? Komm, Joel, nimm dir die Munition, so ist gut. Oh, Junge! Mann! Ich war gerade am Hören, ob da noch einer ist. Du Assi. Hast du denn wenigstens Munition dabei? Natürlich nicht. So. Hier können wir auch nichts machen, leider, ne? Wo ist denn jetzt der... Achso, da ist der. Okay. La 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 la. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier rausgehe... Ja gut, da könnte ich dahinter... Sehe jetzt gerade keinen. Boah, Ellie, kannst du mal aufhören, mich hier immer zu blockieren? Ich weiß nicht, ob wir da hinten hin können. Ellie ist da so blöd hier rechts drin. Der könnte theoretisch hier durch, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob wir nach rechts sollen oder da hinten hin. Ich fürchte allerdings, dass es nicht so gut war. Wo kommt der jetzt? Der steht jetzt nicht wirklich. Oh, du. Na, komm, komm. Ja, komm hoch, komm hoch. Na, los. Oh, Mann.
Eieiei. Wir sind hier vollkommen unter Beschuss. Das finde ich nicht gut. Bleibt er da stehen? Kommen da Leute raus? Hallo? Hilfe? Okay, der bleibt da im Moment stehen. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir da hinten weiterkommen, aber anscheinend nicht. Nichts. Wo ist denn der jetzt? Unten, unter uns. Okay. Können wir hier noch irgendwas einsammeln? Das ist jetzt die große Frage. Oh ja, aber für einen Revolver. Ja gut, für den kriegen wir irgendwie jetzt alles im Moment. Ich weiß auch nicht. Den müssen wir echt mal... bisschen aufmotzen. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Schätze aber, wir müssen woanders raus. Wir können ja hier noch was höher, ne? Ne, wir können nicht höher. Okay. Konnten wir nicht da an so einer Grünstelle eben noch raus? Die war unten. Ne, die war hier oben. Das war aber keine Grünstelle. Boah, der steht direkt hier unten drunter. Willst du mich? Ich glaube, sie sind weg. Oh. Ah! Ich dachte, der schießt jetzt die ganze Zeit auf mich. Komm mit, Ellie. Was ist hier irgendjemand? Scheinbar nicht. Okay. Gut. Dann hoffe ich, dass hier mal irgendwie eine gute Stelle kommt, wo ich gleich meinen Cut machen kann. Weil die Folge nämlich schon sehr, sehr lange läuft. Du hast 30 Zusätze. Das ist schön. Ich spare aber immer noch auf die 100. Hier ist auch nichts. Och, Ellie. Musst du mich so erschrecken? Die da jetzt draufgetreten? Sieht auf jeden Fall nicht so besonders... Ah. Da müsste ich nochmal eins von machen. Oh, der eine ist auch kaputt gegangen. Okay. Okay. Nehmen wir das auch wieder mit. Kühlschrank ist nichts. Da müssen wir wahrscheinlich runter. Hier war Ellie. Yes. Moment. Haben wir hier von der Munition bekommen? Immer noch nicht. Oh, ist das schrecklich. Okay. Ich bin mir nicht sicher, wo der Wagen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den jetzt endlich los sind. Ob die jetzt wirklich weg sind. Muss ich da runterspringen? Da unten ist ja eigentlich nichts, ne? Ich bin mir nicht sicher. Aber hier ist ja so nichts mehr. Wobei wir dann wahrscheinlich lieber die Leiter runtergehen würden. Moment. Hier kann ich gar nicht mehr raus. Ja, hallo, Joel? Du solltest dich nach links bewegen. Nö, hier kann ich nicht mehr raus. Okay, ja, kein Thema. Ist aber doch schon ein etwas höherer Sturz, den wir dann hier haben. Finde ich nicht gut? Oder muss ich hier entlang balancieren vielleicht?
Ah, ich muss balancieren. Ich hoffe, die kommen jetzt. Oh Mist. Ist okay. Sie sehen uns nicht. Ich wollte doch noch mal kurz einen Kaffee nebenbei trinken. Lass dich mal rückwärts reinfallen. Oh, shit. Verdammt! Joel! Warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Oh. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir ja, echt zu... Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, zusammen sind wir stark, wollte ich gerade sagen. Das ist übrigens ein toller Titel für die Folge, würde ich sagen. Diese Folge ist allerdings wahnsinnig lange geworden. Die hat jetzt halb so lange gedauert wie das Herunterladen. Naja gut, das war nur eine Viertelstunde oder so. Und das Hin- und Herbewegen des letzten Updates. Ja, bisher will ich noch nicht meckern. Das Einzige, was halt blöd ist, dass ich immer noch nicht meine gewohnten Ultra-Einstellungen einstellen kann. Aber wir können das gerne nochmal versuchen zwischendurch. Wobei ich immer so ein bisschen Panik habe, dass dann doch wieder irgendwas passiert. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich will die Folge nicht noch künstlich länger in die Länge ziehen. Ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Und ja, was das für Leute sind, ich denke, ich kann sie einordnen über die Serie, wobei die da komplett anders ausgesehen haben. Aber ja, ich will mal nicht zu viel verraten. Jedenfalls, wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.